Meine Damen und Herren, wir haben es geschafft, nicht nur wir, sondern Sie auch. Wir können eigentlich, Ralf, zu dem Resümee kommen. Absolut. Von der Veranstaltung. Genau so ist es. Virtuelles Herz im Fokus. Die erste, ja, muss man sagen, obwohl es das 20. Herz im Fokus ist. Ich glaube, das muss man nochmal unterstreichen. Bevor wir weiterreden, bitte die erste TED-Frage, denn wir haben auch noch TED-Fragen und das ist ja immer ein bisschen zeitverzögert. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir die zwischendurch einmal einbringen. Wie sollen wir im nächsten Herz im Fokus durchführen? Rein virtuell, als Hybridveranstaltung oder als Präsenzveranstaltung? Also nur als Präsenzveranstaltung, ja, muss es heißen, nicht? Also so ist das gemeint. Wir sind sehr gespannt auf die Antworten. Wir haben uns natürlich auch schon im Vorfeld sehr viel darüber unterhalten, hätten am liebsten jetzt schon eine Hybridveranstaltung abgehalten, aber die Covid-Entwicklung hat uns ja gezeigt, dass es leider nicht geht. Wir wollen uns noch einmal bedanken bei den Absolut. Sponsoren. Die Sponsoren und die ganzen Firmen, die uns nach wie vor sehr treu geblieben sind und diese Veranstaltung mit möglich gemacht haben. Man muss wissen, hier im Hintergrund steht nicht einer mit einer Kamera und nimmt das Ganze auf, sondern das ist ein riesen Aufritt an Equipment, an Hardware, die bedient wird und dementsprechend natürlich auch Kosten erzeugt. Und da sind die ganzen Firmen nochmal alle aufgestellt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, zum Zusammenfassen der Vorträge braucht man nicht viel zu sagen. Wir haben sie ausführlich gehört, wir haben sie ausführlich diskutiert. Und ich glaube, das muss man jetzt alles nicht wiederholen aus Zeitgründen. Können wir die Ergebnisse der ersten TED-Frage schon sehen? Als Hybridveranstaltung. So haben wir es auch vor. Aber man sieht, Präsenzveranstaltung ist allen wichtig, auch uns wichtiger als rein virtuell. Als rein virtuell. Ich glaube, da sind wir alle auf dem gleichen Pfad und haben alle das Gleiche. Die zweite TED-Frage haben, bitte. Die zweite TED-Frage beschäftigt sich damit, was Sie als Themen vorschlagen für 2021. Sie können bis zu 5 Punkten vergeben, egal wie Sie wollen. Sie können 5 Punkte für ein Thema wählen oder 5 Punkte für 5 verschiedene Themen oder 3 und 2 für 2 Themen. So, während Sie abstimmen, kommen wir vielleicht auch zu der, nachher, wenn das vorbei ist, zu der dritten TED-Frage. Da haben Sie die Möglichkeit aufzuschreiben, das hat es bis jetzt noch nicht gegeben, bei Herz im Fokus, aufzuschreiben, was Sie gerne als Thema hätten, was eben nicht auf dieser Liste steht. Des Weiteren bedanken wir uns natürlich auch bei der SAG-Gruppe. Auch die unterstützt uns mit... Können wir diese TED-Frage noch mal haben, bitte? Braucht noch ein bisschen. Ja. Die SAG-Gruppe unterstützt uns auch mit allem, was geht, um diese Veranstaltung zu dem machen zu werden und lassen, was sie nämlich ist. Nämlich, glaube ich, eine qualitativ sehr hochwertige Veranstaltung. In den Chat-Kommentaren konnte man zwischendurch immer wieder sehen, wie sich die Zuhörer bedankt haben für exzellente Vorträge, sehr kurzweilig und auch sehr, sehr informativ. Und ich glaube, das sind Messages, die wir natürlich auch mitnehmen und wo wir auch für 2021, das versprechen wir Ihnen jetzt schon mal, sicherlich ein Herz im Fokus auf die Beine stellen, was dem ebenbürtig ist. Und wir nehmen das natürlich entgegen, den Lob, aber geben das direkt weiter an unsere Mitarbeiter, die das alles gemacht haben. Ja? Also, absolut. Ich glaube, Respekt. Dem kann man nichts hinzufügen. Da müssen wir unseren Mitarbeitern Applaus zollen. Genau. Da steckt da doch sehr viel Arbeit auch hinter. Haben wir die Ergebnisse jetzt der zweiten TED-Frage? Sie ist nämlich sehr, sehr spannend. Auch das ist ja letztendlich mal ein ganz neues Format an TED-Frage. Okay. Also, Psychokardiologie, liebe Irene. Dann die stumme Myokardischemie neben der Herzinsuffizienz. Genau. Das wären die drei Headlines. Headlines, genau. Und gibt es auch schon... Kardiodiabetes sehe ich. Dritte Frage brauchen auch noch sehr wir gut. noch. Und ja? Elwatt, was müssen wir beachten? Und hier insofern können Sie jetzt gut reinschreiben, welches Thema Sie sich wünschen, frei
was Ihnen einfällt. Und wir werden das mit Sicherheit bei der Auswahl der Themen für nächstes Jahr berücksichtigen. So, vielen Dank für Ihre Teilnahme. Am Nachmittag sind unsere Pflegekräfte noch dran. Bis dato hatten wir immer eine kombinierte Veranstaltung, Herz im Fokus für Ärzte und Herz im Fokus für Pflege, gemeinsam zum gleichen Zeitpunkt. Das geht jetzt wegen der virtuellen Veranstaltung nicht und deswegen ist jetzt nacheinander erfolgt. Das gibt natürlich den Ärzten die Gelegenheit, bei der Assistenzpersonal mit drauf zu schauen, aber insbesondere auch umgekehrt, weil das war der Nachteil bis jetzt, dass unsere Pflegekräfte nicht bei den Ärzten mit ein Auge drauf haben konnten. Ja, vielen Dank nochmals. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir bisher immer gesagt, noch einen schönen Sonntag, einen guten Nikolaus vor allen Dingen, denn morgen ist ja Nikolaus und gehen Sie jetzt ruhig noch in die Stadt. Einkaufen. Können Sie natürlich trotzdem noch machen, müssen sich allerdings dann von zu Hause aus bewegen und nicht von den Kongresshallen. Haben wir die TED-Frage, die dritte? Das wird dauern, glaube ich. Oh, da kommt schon einiges. Ja, also wir werden jeden einzelnen dieser Punkte berücksichtigen. Das garantiere ich Ihnen. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Mein abschließendes Resümee ist, dass wir zwar komplett virtuell waren, aber in unserer Tradition eigentlich gefangen sind und auch belassen haben. Wir sind ja doch immer fast pünktlich. Ja, fast pünktlich. Genau. Bis nächstes Jahr. Vielen Dank und auf Wiedersehen aus Völklingen.